Liebe Modellbahnfreunde, in diesem Erklärvideo möchten wir Ihnen zeigen, wie man unser Stellpult 51755 mit einer elektrisch ausgerüsteten Weiche anschließt. Dies ist jetzt unser Stellpult für LGB. Ich mache mal die vordere Klappe hier auf und dann zeige ich Ihnen die Anschlüsse. Hier unten haben wir unseren Wechselstromanschluss. Hier schließen wir unseren Märklin-Trafo an, der uns die Wechselspannung für dieses Stellpult liefert. Und dann haben wir die jeweiligen Ausgänge für vier Magnetartikel. Das heißt, vier Weichenantriebe, es können Signale oder auch Entkupplungsgleise sein. Dann gehe ich mal weiter nach vorne, beziehungsweise hier auf die Seite sind die Buchsen, um weitere Stellpulte miteinander zu kombinieren. Ich drehe mal auf diese Seite und hier sieht man die Kontaktstifte für das nächste Stellpult, wo wir hier anschließen können. Dann drehe ich sie mal hier rum und hier haben wir unsere vier Taster zum Schalten der Magnetartikel. Das heißt, Taster, nur Momentkontakte, hier haben wir eine Kontrollleuchte, dass wir sie dann unter Wechselspannung angeschlossen haben. Wie schon erwähnt, benötigen wir unseren Märklin-Trafo 66471, der uns die 16 Volt Wechselspannung liefert, um das Stellpult zu versorgen. Unter der vorderen Klappe finden wir den Anschluss für unseren Wechselstrom. Ich zeige es mal noch einmal genau. Hier der Anschluss für Wechselstrom. Dann haben wir hier unseren weißen und orangenen Ausgang für unseren Weichenantrieb. So, zeige ich auch noch einmal. Hier die zwei Ausgänge. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie es funktioniert. Ich kann jetzt den Deckel hier aufklappen, unsere Abdeckung und die Weiche schalten. Man sieht jetzt hier, wenn ich daher gehe, unsere vier Taster und durch Betätigen der Taster kann ich meine Weiche schalten. Hier noch zusätzlich unsere Kontrollleuchte. Wir haben hier einen kleinen Messaufbau gemacht mit einem Multimeter, weil wir zeigen möchten, wir speisen das Stellpult wohl mit Wechselspannung, aber am Ausgang zum Weichenantrieb kommt Gleichspannung heraus. Und dass der Weichenantrieb in die jeweilige Richtung schaltet, machen wir hier eine Polwendeschaltung. Jetzt schalte ich einmal in die eine Richtung und man schaut aufs Messgerät. Der Ausschlag geht ins Positive. Wenn man jetzt in die Gegenrichtung schaltet, geht der Ausschlag ins Negative, also über den Nullpunkt hinunter. Und somit kann man ganz einfach feststellen, dass wir hier eine Polwendeschaltung im Gleichstrombereich haben.